Freunde und Anhänger vor der Tür des Plöner Amtsgerichts im Augenblick der Urteilsverkündung. Im Gerichtssaal der Freigesprochene, Sücharit Bhakti. Dem Professor, der im Kreis Plön lebt, fällt ein Stein vom Herzen. Natürlich bin ich froh. Erleichtert weiß ich nicht. Ich war nie belastet. Und da ich nicht weiß, was Hass ist, ist einfach der Begriff Verhetzung für mich etwas, was ich nicht verstehe. Insofern hat dieser ganze Prozess und der ganze Vorwurf mich überhaupt nicht getroffen. Überhaupt nicht. Denn sie reden über etwas, was ich nicht kenne. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Bhakti vorgeworfen, in Zusammenhang mit kritischen Äußerungen zur Impfpolitik Israels auch Hass erzeugt zu haben. Hass gegenüber in Deutschland lebenden Juden. In einem Interview und einer Wahlkampfrede. Sie plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von knapp 20.000 Euro. Die drei Verteidiger Bhaktis hatten im Laufe der Verhandlungen kritisiert, dass die Aussagen des Mediziners und Mikrobiologen aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. Die Staatsanwaltschaft habe sich ein Interview, in dem der Professor die umstrittenen Sätze geäußert hatte, nicht ganz angesehen. Sie forderten Freispruch. Der Richter sprach in der Urteilsbegründung von mehreren Deutungsmöglichkeiten der Aussagen. Im Hinblick auf den zweiten Anklagevorwurf hat das Amtsgericht deutlich gemacht, dass der Vergleich zwischen der Impfpolitik in Deutschland und dem Holocaust nicht hinnehmbar sei, dass aber hier nicht festgestellt werden könne, dass durch die Äußerungen die Gefahr bestanden hätte, dass der öffentliche Frieden gestört würde. Das hat das Amtsgericht insbesondere damit begründet, dass die Äußerung im Rahmen des Wahlkampfs geäußert wurde und dass der Angeklagte am Ende seiner Wahlkampfrede zum politischen Diskurs aufgerufen hat. Ein Überschreiten der Grenze zur Strafbarkeit sei nicht festzustellen gewesen, sagte der Richter, daher der Freispruch. Zeitweise hatten knapp 500 Freunde und Anhänger Bhaktis vor dem Plöner Amtsgericht ausgeharrt. Die ersten von 6 Uhr heute früh an. Das Urteil fiel knapp 12 Stunden später. Die Generalstaatsanwaltschaft kündigte an, Rechtsmittel einlegen zu wollen. Ein neuer Prozess würde dann vor dem Landgericht Kiel stattfinden.